Heiko, quasi die Lochis. Janine hat es gerade schon anmoderiert. Yeah. Heute mit Brille? Ja, klar. Vor allem mit Brille ohne Gläser. Das ist nur ein Gerücht. Nee, da sind wirklich keine Gläser dran. Nee, versuch pass, mal. Pass ruhig durch. Das ist ja fake. Alles fake. Nee, ich habe mir vor 2 Wochen mal gedacht, setz dich mal eine Brille auf, macht man halt mal, ist ja nicht schlimm. Ne? Man muss ja auch immer neu ausprobieren. Beziehungsweise du warst zu faul, eine neue Brille zu kaufen, als sie kaputt war. Das stimmt. Achso, du bräuchtest eigentlich eine. Ich habe mal ganz lange eine getragen, ich brauche keine mehr. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, du bist zu faul, eine neue Brille zu kaufen. Naja, ist auch egal. Ich verstehe es nicht. Ich habe gerade aufs Ohr bekommen, dass das Netz explodiert, weil ihr jetzt hier bei uns im Livestream seid. Vorsicht. Ja, geil. Grüße an alle Zuschauer. Hallo. Schreibt mal, was ihr von Brillen haltet. Brillen. In die Kommentare. Ja, so als Stylemittel. Das kann ich ja dann auch noch weiter... Willst du mal aufziehen? Ja, will ich mal aufziehen. Steht und? Ihr? Wow. Ich glaube... Ja? Ja, doch. Ich könnte auf alle Fälle Brillen tragen. Warte, ich nehme mal wieder. Sieht gut aus? Ja, nimm mal wieder. Er hat schon Angst, dass ich sie behalte. Nee, warte, zieh du mal ab, ich mach's doch kaputt. Musst du mit eine Frage war noch, ob ihr Single seid. Ja, wir sind beide Single. Das Ding ist auch, ich glaube, wir hatten beide aktuell auch keine Zeit, irgendwie groß für eine Freundin, einfach weil wir so viel gerade unterwegs sind. Ich meine, wir waren jetzt einen Monat... Unsere große Liebe ist die Musik. wir waren jetzt einen Monat im Urlaub und... zum Thema keine Zeit, aber jetzt geht's auch wieder voll los. Wir haben ja ganz viele neue Projekte, die jetzt anstehen. Wir haben mega Bock auf dieses Jahr und es wird spannend, ne? Ja, also die Hoffnung, obwohl sie Single sind, ist nicht da. So einfach ist das. Aber hey, haltet mal eure goldene Kamera in die Kamera. Die haben wir von dir bekommen. Mega geil. Ja. Ja, das ist so, ich bin immer noch sauer, ne? Ihr habt uns einfach... Überrascht, jeder hat uns verarscht. Positiv, jeder wusste, ja positiv, jeder wusste es, nur wir nicht. Auf einmal stand bei unserem Konzert in Berlin auf Tour, stand die Joyce auf einmal mit unserer Oma und unserer Cousine auf der Bühne. Das war so crazy. Und hat uns die Kamera verliehen. Ganz kurz eine Frage, ist die Fliege mittlerweile wieder schief? Ja, die verrutscht immer. Ich dachte, das wäre extra. Ja, ich weiß nicht warum, irgendwas ist da heute schief gelaufen bei der Reinigung, die haben irgendwas falsch gemacht. Aber das war mega krass. Du hast uns einfach in Berlin, hast du uns ja die dann quasi übergeben und das hat uns wahnsinnig gefreut. Das war echt, ich glaube, diesen Moment werde ich so nie vergessen. Cool. Und gleich sehen wir uns, weil ich sitze nämlich, glaube ich, neben euch im Publikum. Ja. Yeah. Okay. Cool, oder? Ja, also, ne? Dann Glückwunsch nochmal und ganz viel Spaß. Dankeschön. Und bis später. Dankeschön. Ciao. Ja. Danke. Ciao. So, kommst du auch so, ich will aber, dass du auch zur nächsten Tour kommst. Wir sind ja mal wieder auf Tour. Ja, ich überrasche euch wieder. Ich weiß nicht, ob es dann wieder einen Preis gibt, aber... Ja, da musst du aber vorbeikommen. Okay, das mache ich. Geil. Dann viel Spaß. Tschüss, euch auch. Ja, ich finde...